Wie würdest du das Wochenende mit einem Wort beschreiben? Boah, das ist ziemlich schwierig, weil einfach so unfassbar passiert ist. Ich glaube, es wäre tatsächlich irgendwie chaotisch. Ja, ich glaube, chaotisch. Welche Unterschiede gab es zwischen Samstag und Sonntag? Also, wenn ich jetzt mal komplett vergleiche, war Samstag eigentlich alles, was gut lief. Es war keine Aufregung, es war ja nicht dieses Nervössein einfach. Es hat einfach von vorne bis hinten alles geklappt. Erster Run war super, zweiter Run war optimal so. Darum, da lief alles entspannt. So, wir waren abends noch auf dem Geburtstag, also es war wirklich ein entspannter Tag. Und wenn ich Sonntag in den Vergleich stelle, dann war einfach Sonntag ein komplettes Gegenteil. Das war halt ein komplettes Up. Ja, erster Run komplett reingekackt, sage ich mal. Ich habe einen Cut im Schienbein gehabt nach meinem ersten Run. Ich war der letzte Starter, heißt, ich hatte eh noch ein bisschen mehr Aufregung. Das lief halt überhaupt nicht gut. Da zwischen den Runs, alle haben ihre Runs geschafft und ja, ich war halt irgendwie zu dem Zeitpunkt auf dem achten. Und dann zum Schluss hat es halt irgendwie halt noch geklappt. Um nochmal drauf zurückzukommen, was lief denn schief bei deinem Run? Also es war halt, ich weiß nicht genau, was passiert ist, es war halt einfach ein dummer Fehler. Ich wollte halt einfach nur nochmal einen raufsetzen, so von dem vorigen Tag, damit ich halt nicht komplett das gleiche mache. Es war auch ein Basic Trick, auch nicht zu kompliziert. Habe mich, glaube ich, zu doll fokussiert und ich war mir bei meinem ersten Trick, glaube ich, zu sicher, dass ich alles schaffe. Weil der erste Trick war der schwerste und ich habe dann tatsächlich irgendwie den dritten Trick verkackt. Ja, das Deck ging nicht rum. Ich bin hingeflogen, habe meinen Scooter wieder geschnappt, bin losgelaufen. Ich sage, ah, komm, 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 ich mache den nächsten, ich mache den nächsten und wieder komplett zerlegt, wieder hingefallen, lag auf dem Boden. Und dann war für mich eigentlich schon vorbei. Ich habe den Run abgebrochen und dann. Ja, das war's. Wie hast du dich vor deinem Run gefühlt? Ja, wie ich schon sagte, Samstag eigentlich relativ gut, weil mein Ziel war es eigentlich eh, sich einfach nur zu qualifizieren für den Sonntag oder für die World Finals halt in Italien. Deswegen Samstag ging es auf jeden Fall. Sonntag war schon ein bisschen schwieriger. Ich hatte zwar ein gutes Gefühl, weil ich Samstag auf Platz 1 war und die Nervosität oder sonstiges war halt eigentlich nicht so hoch. Im zweiten Run war es dann doch schon mehr angespannt, auf jeden Fall. Also da ging schon eher Schweißhände, Bauchgrummeln, Kopfschmerzen, was ist, wenn ich verkacke und ja. Hast du ein nächstes Ziel? Puh, ja, nächstes Ziel ist, hört sich doof an, aber Weltmeister zu werden. Dadurch, dass ich letztes Jahr Vize-Weltmeister wurde in Australien, also sprich zweiter Platz. Davor das Jahr in Amerika dritter Platz. Heißt, eigentlich würde es Zeit jetzt für den ersten Platz, aber es wird sehr, sehr schwierig, weil die Konkurrenz dieses Jahr sehr, sehr hoch ist. Ich gebe trotzdem mein Bestes und ich denke mal, das ist mein Ziel. Ich sehe gerade, du hast da zwei Medaillen. Was sind denn das eigentlich für welche? Ja, ich habe zwei dieses Mal bekommen. Die eine ist für den hauptsächlichen Contest, King of Germany, weil ich der Erste wurde und dadurch, dass ich bei dem Contest halt bester Deutscher wurde, bin ich halt auch noch King of Germany geworden. Heißt, ja, German Champion. Dafür gab es halt auch nochmal eine Goldmedaille. Ist jetzt das zweite Mal in Folge, dass ich deutscher Meister wurde und ja, ist cool.